Oh, heute wieder ein schöner Tag. Schon der 20. Zeit vergeht so schnell. Mit lieb betirbt. Na dann halt nicht. Wetter, clear and sunny. Wir wollen zum Community Center. Ja, Robin. Unser Haus wird ja upgraded. Oh, guck mal. Petrus sagt, er will Danke sagen, dass wir uns für seine Arbeit interessieren. Hier ist ein Kochrezept, das ich mag. Frittierte oder so? Pilze. Ja, das freut mich. So, Demetrius sagt, Juna, ich sammle Daten. Pass auf, über die Korrelation zwischen der alkalischen, vom Boden irgendwas sagt, und dem Tose-Level von Früchten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauche eine frische Melone von deiner Farm. Wenn du mir eine bringst, wäre ich sehr dankbar. Das ist ja prima. Und sie sagt, ja, oh, bleib cool, ich habe noch eine Menge zu tun. Ja. Das ist ja allerdings. Ah, meine Lieben. 2, 3, 4 und rein. Die Mayo. Die Eier. Einfach. Komm. Weil für die Omelette, die wir dann machen können, ist glaube ich egal, welche Qualität die Eier haben. Packen wir die Eier auch gleich wieder weg. Auch wenn wir eine Küche haben, wird das alles schön sein. Dann können wir da uns gutes Essen machen für Ausflüge. Hier wächst auch die 10 Food. Die werden wir auch alle schön aufheben. Ach guck mal, da können wir auf die freien Stellen einfach Sonnenblumen pflanzen gleich. Brauchen wir auch gar keinen Dünger für. Jo. Und ach komm, ich will, dass die dann auch wächst. War noch überhaupt Platz für eine Gießkanne? Ja. Also Gießkännchen. Diese eine schöne Stelle hier. Ups. Ah, 8 Stück sogar, mein Gott. Also gefühlt ist das recht ungewöhnlich, dass man so viel wieder da rausbekommt. War hier nicht noch irgendwo hier? Okay. Sind wir alle losgeworden. Gibt jemand, der liebt Sonnenblumen? Jemand heißt Haley. An sich können wir ja 2 auch. Das sind alles Stacks halt. Und das ist egal, was man ihr gibt. Mal 2 hier mitnehmen. Wenn man sie. Jetzt schleppen wir hier noch mehr Geschenke rum. Was für. Wie heißt sie? Die Skulptur. Powerin. Warum habe ich Sarah im Kopf? Wie heißt? Sie heißt Lea. Komisch, okay. Alle große Melonen gewonnen. Hier sind nochmal Blaubeerchen. Blaubeeren, die hopfen. Dauert doch, dort ist noch eine verlorene Chili. Ah, das war eine Mix-Seed, glaube ich, der eine. Ist Platz wieder. Noch 8 Tage. Wahrscheinlich einfach noch Mais pflanzen. Wichtig, wichtig. Wir haben erst 3 goldene. Mais. Den normalen brauchen wir. Brauchen wir keinen? Hatten wir das schon abgegeben? Bin ich jetzt mit Schokolade? Den brauchen wir noch. Den hatten wir aber schon abgegeben. Den will er nicht. Den will er nicht. Das können wir verkaufen. So wie die Mayo. Die Tomate auch. Den Kaffee. Muss jetzt cool bleiben. Oh, das sollten wir wegtun. Den Rare Seed. Oh, die Chilis brauchen wir ja auch nicht. Ach, noch Kaffee. Und warte mal. Da brauchen wir nur eine. Und halt die goldenen. Nein, warte. Der Demetrius wollte ja auch einen. Jetzt können wir halt nur eine silberne, egal. Die Eier brauchen wir auch zum Abgeben. Fettfern brauchen wir zum Abgeben. Ich sag, Rare Seed müssen wir wegpacken, bevor was passiert. Den packen wir weg. Wir haben 2 Sachen für den Gunther. Ja, was soll's kommen? Gunther, wir kommen zu dir. Mein lieber Freund. Ja, meine Melone. Die kriegt er sogar. Ostwendend. Und wir müssen mit irgendwas noch. Oh, ich wollte gerade sagen, mit irgendwas Geld machen. Wir haben ja gerade Geld gemacht.
Wir brauchen nochmal 1000. Morgen Sonntag ist die Händlerin wieder da. Aber wir wollen noch einen Rare Seed. Wir wollten zwei Rare Seed insgesamt haben. Warte mal, finden wir Haley gleich. Lea wahrscheinlich weniger. Warte, wenn wir zwei Herzen mit Lea haben, könnten wir bei ihr rein. Ne, ein Herz. Aber Haley können wir rein. Die liebt Sonnenblumen. Warum warten? Die habe ich eh nur für sie gezüchtet. Oh. Hier geht das nächste ab und sie sagt, ich mache immer unter den Möbeln sauber. Das ist jetzt, du bist jetzt dran die Woche. Ja, Emily schimpft. Du bist so kindisch, Haley. Das Allermeiste im Haus mache ich. Das weißt du auch. Komm ich rein und störe die? Oh, das ist das neue Mädchen von der Farm. Sie hat einen Namen, weißt du? Ja, das kann sein. Hey, ich wette, du wirst meinen Punkt verstehen. Also so ihre Sichtweise. Sie seufzt. Es tut mir wirklich leid, dich in das hier reinzuziehen, Juna. Haley ist am argumentieren oder diskutieren, weil ich sie gebeten habe, unter den Möbeln sauber zu machen. Oder den Polstern, ich habe keine Ahnung. Es ist nur, weil ich sie letzte Woche sauber gemacht habe. Stop whining and just clean. Hör auf zu heulen und mach's einfach sauber? Sicher nicht. Haley, warum machst du das nicht? Ist es dein wochenwöchentlicher Job einfach so dazu? Und Emily, naja, hier, sei, also quasi der Klügere, gib nach und mach's diesmal nein. Klingt auch nicht gut. Wir machen das und sie seufzt. Schimpft ein bisschen. Dann, okay, du hast gewonnen. Ich glaube, das könnte meine wöchentliche Arbeit sein. Also, gibt keinen weiteren Grund, darüber zu streiten. Danke, Juna, das war eine gute Lösung. Keine Ahnung inwiefern, aber kann man machen. Schauen wir mal. Madame ist wach. Guck mal, was ich für dich habe. Oh mein Gott, das ist mein Lieblingsding. Ich weiß. Sie haben nix. Ja, wir sind schon ganz links. Wir gucken mal kurz, ob wir an Lea rankommen. Da steht der Pizzajunge, alias Sam. Wir schauen jetzt mal kurz. Vielleicht kommt sie auch raus. Manchmal steht sie auch links an dem Teich. Und oh, guck mal, das ist Willi. Das ist Willi. Was macht der hier? Ein bisschen Abwechslung. Ah, okay. Wenn ne, die Fishing-Szene ein bisschen lebhafter wird, dann wird er seinen Bestand aufstocken. Lea ist manchmal hier und malt. Zeichnet? Nein, ist sie nicht. Ist sie vielleicht noch in ihrer Hütte? Ich hab's jetzt echt nicht im Kopf. Ich glaube, die haben meistens irgendwie im Saloon geschnappt oder so. Hallo, Mädchen. Der gruselige Fremde kommt. Die Kusse. Du riechst wie Gras. Ja. Das ist sehr treffend. Ich rieche wie Gras. Der kleine Bub, was sagt der? Der mag mich lieber. Oh, Papa kommt bald nach Hause. Ich hoffe, er bringt mir Spielzeug mit. Alex steht unter dem Baum. Ja, was? Ah, ich erinnere mich daran, dass ich irgendwas machen wollte. Aber ich habe es vergessen. Das passiert mir ständig. Das passiert nicht nur ihm ständig. Haley, ach was, ich kann auch mit ihr reden. Die ist vergessen. Ach, Farming ist so langweilig. Was machst du den ganzen Tag? Ich kümmere mich um Pflanzen. Ich erkunde die Minen. Ich schleiche herum in deinem Zimmer. Und nach Schätzen suchen. Boah. Schätze. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich frag mich, ob das jetzt irgendwie wichtig war. Penny. Penny, wenn du mal möchtest, dass meine Mama dich mag, meine Mutter, die Pam übrigens, dann gib ihr Parsnip-Suppe. Das wird sie sehr glücklich mit dem. Oh, hey, wer sind denn heute alle unterwegs? Bestchen. Oh. Was er hat, Radieschen gekauft in einem Shop und. Seine Mama will was Gutes zum Essen machen. Ich hoffe, es gibt keine Pilzkasserolle heute Abend. Wenn man heute Nacht sagen wegen Tonight, aber es ist ja Abend. Warte, hatte ich jetzt noch Plätze frei? Ich freue mich schon auf den Herbst. Die kühle Bergluft, die was fallenden roten Blätter oder was, der Geruch von Pilzen. Ha, die freut sich.
Sam braucht einen Largemouth Bass. Ich glaube, der ist auch oben im Mountain Lake. Aber hatten wir jetzt noch Blitze oder nicht? So, wir haben aber nur noch 8 Tage. Siehst du? Nein, nein. Und wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Summer oder Fall. Das heißt, es steht dann noch. Aber wir können dann so eine 6 Stück kaufen. Muss dann halt reichen. Das nächste Event, das ist doch schon wieder, was hier los ist. Ja, wie schaffe ich es nur, an den Brief ranzukommen? Der Penny will ihm helfen, beziehungsweise mischt sich ein, wie auch immer man das sehen möchte. Will natürlich helfen. Sie sagt Hi und dann hier, lass mich Ihnen helfen. Lassen Sie mich Ihnen helfen, Mr. Mulder. Das war ein bisschen unhöflich. Da hat er den übel weggepusht, statt ihn weg langsam. Und dann hier, bitteschön. Und er regt sich auf. Sah aber auch sehr brutal aus, wie sie ihn da weggeschubst hat. Ich hätte das selber tun können. Ich kann mich selber durch die Gegend bewegen. Was glaubst du denn, wie gebrechlich ich bin? Und ich habe hier was im Gebüsch gehockt, oder was? Weil der Creep. Ich bin schon so Creep. Und hast du uns beobachtet? Oh ja, ich beobachte euch immer alle. Dann habe ich. Und das war's nett getan hier, Penny. Und dann ja, habe ich. Ja, genau, du hättest fragen sollen, anstatt einfach davon auszugehen, dass George Hilfe will. Und ich spaziere hier nur, ich kümmere mich nur um mich selbst. Nein, das hier, ne? Und dann Penny, oh, ich glaube, du hast recht. Tut mir leid, Mr. Mulder, das war unhöflich, was ich getan habe. Und er, so schlimm war es nicht, ne? Komm, George, so schlimm war das nicht. Und er, nein, nein, es tut mir leid, Miss. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Oh. Vertragen sich wieder. Es war eigentlich wirklich nett, dass du mir geholfen hast. Das ist okay, Mr. Mulder, das verstehe ich. Oh. Wie die Zukunft jetzt, wer da lang düst. Und wupp. Und Penny. Oh, jetzt habe ich fast direkt weitergedrückt. Das muss schwierig sein, alt zu werden. Und dann, ich denke nicht drüber nach. Es ist nur ein anderer, ne? Ein anderer Teil vom Leben. Und das ist, warum wir unsere Älteren respektieren sollten. Und ich würde es vorziehen, jung zu sterben. Ich würde sagen, das ist nur ein anderer Dings vom Leben. Echt, du hast recht. Wir sollten nicht die Realität des Alterns ignorieren oder was, dass wir alle alt werden. Ich glaube, je eher wir mit unserer Sterblichkeit uns übereinkommen, desto mehr Zeit können wir damit verbringen, im Hier und Jetzt zu leben. Ja, ich weiß nicht, war glaube ich nicht die beste Antwort, aber okay. Nun, es war interessant mit dir zu reden, Juna. Ich sollte gehen. Mann, hier ist was los. Ich stolper in ein Event nach dem nächsten. Jetzt gehen wir ins Community Center. Mit dir haben wir schon gesprochen. Abigail finde ich auch, ist eine von den coolen. So. Als Partner steht noch ein Blümchen. Machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal hier. Können wir schon mal ein Bundle wieder voll machen. Ich muss sagen, es geht sowas von voran. Ich bin so happy einfach, wie die Party hier abgeht. Nein, wie wir vorwärts kommen. Es ist noch nicht mal der Sommer ganz vorbei und wir haben zum Beachbomben. Geht so. Hier den auch noch. Können wir auch komplett. Was kriegen wir hier noch Schönes? Einmal zum Beachwarpen einmal. Ach, Dress. Ich glaube, da haben wir schon zwei. So, genau. Das hier war hier drüben irgendwas, glaube ich. Chefsbundle. Das kriegen wir später. Das können wir bald machen. Das können wir noch nicht machen. Poppy. Gott. Wann gibt's die? Hoffentlich war das keine Sommerblume. Das könnten wir vielleicht gleich nochmal überprüfen. Ah, hier ist der Pilz. Hier und noch mehr. Und die Eier kommen nach links. Ah, wir haben ja noch Zeug für Gunther. Mein Gott. Die Rennerei, ne? Ich meine, hält einen fit. Noch schöne Events heute dabei gewesen. Artisan. Nein, das war. Ich wollte Animal. Genau. Zack, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nur 5. Genau. Dann hatten wir Summer Crops. Die Blaubeere. Ich hab die Blaubeere vergessen. Ich vergesse die Blaubeere die ganze Zeit. Mitzwillen. Mitzwillen steht. Kesse, die Elen. Ich. Oh, Demetrius braucht noch eine Melone.
elendige Blaubeere. Ich vergesse die Blaubeere die ganze Zeit. Das macht. Also nicht einen. Mich macht das Demetrius. Wie nett von ihm. Der kommt einfach rum. Und er sagt, ah, das ist perfekt. Das ist genau das, was ich für meine Nachforschung brauche. Es wird sehr schwer sein, das nicht zu essen. Vielen Dank, oder? Was irgendwelche Level erhöht werden könnten. Würde das einen proportionalen Effekt haben auf irgendein Wachstum? Okay. Und er sagt, oh sorry, ich habe ein paar Daten analysiert und habe dich nicht bemerkt. Nee, ich will nicht den Busch schütteln die ganze Zeit. Brauchst du was? Nein, brauche ich nicht. Hier, ein bisschen Geld. Ach, Large Mouth Best, den gab es oben. Wir wollten noch zu Gunther. Ja, wir können auch ein anderes Gunther. Verdammt. Entschuldigung, nicht verdammt, aber Blaubeere, okay? Blaubeere. Guck mal, ob wir hier den Large Mouth Best kriegen. Ich glaube, das war hier Highlines. Was, du kannst die Rainbow Trout in Streams jetzt finden? Was, in Flüssen? Rainbow Trout? War das nicht? Nein, Tiger Trout brauchen wir. Tiger Trout, nicht Rainbow. Tiger. Das ist sehr nett, dass er uns gesagt hat. Liebeleines. Ja, unser erster, unser bester Freund. Sagt er, ist das nicht schön? Ja, Liebe. Was ist hier los? Kriegen wir hier noch was? Ein Large Mouth. Ich glaube, die waren hier. Waren die hier? Oder waren die am Fluss? Oh. Bullet, okay. Ich will hier auch nicht ewig rumfischen, ich habe halt gar keine Lust. Ich meine, wir wollten noch ein bisschen Geld, aber das kriegen wir. Die Blaubeere. Mann, die Blaubeere. Das mit der Blaubeere ärgert mich wirklich. Also richtig. Kann ich das denn nur in einer Tour vergessen, dass wir immer noch eine Blaubeere abgeben müssen? Nein, ich verkaufe die und verkaufe die. Perfekt, für wen war die? Okay, wir gehen Sam suchen. Weil am Ende haben wir den nächsten Tag und der wird in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich sein. Und dann haben wir es wieder vergessen. Dann wir so, hä, was habe ich den denn noch rumfahren? Den kann ich doch verkaufen und dann ist er weg. Und Sam wird nie seinen Large Mouth Best. Schauen wir, ob der noch beim Baum steht. Vielleicht ist er im Loon, würde ich sagen, in der Bar, wie auch immer. Wir schauen, wir finden schon eine Alge. Ach, Omi, wie geht's dir? Was er hat, sie hat die leckersten heißen Pfeffer, heißen Veronis von Piers Shop gefunden, gekauft. Ah, er hat erzählt, er hat sie in seinem eigenen, das Stübchen. In seinem Gartengeld wachsen lassen. Ich wusste nicht, dass Pierre ein so talentierter Farmer ist. Er sieht aus, als hättest du einen Gegner. Und sei vorsichtig, Liebling. Du könntest einen Sonnenbrand kriegen. Das ist lieb. Okay, ich wollte jetzt aber suchen, der wohnt. Ja? Oh. Das gibt es doch nicht. 10.000 Events. Das gibt eine Folge. So viele Events. Die beiden spielen zusammen. Ja, Bastion ist ja noch nicht so. Entschuldigung, ich habe ihre Musik überspielt. Ah, die war auch nicht so krass. Oh, hi, Juna, Sebastian und ich. Nur eine kleine Jam-Session. Also, Homebody. Wir versuchen eine Band zu gründen, aber wir wissen immer noch nicht, was für eine Art von Musik wir machen wollen. So viele Möglichkeiten. Sebastian, ich habe das Gefühl, er möchte unbedingt was Bestimmtes machen. Sag mal, Juna, welche Art von Musik magst du? Popmusik, experimentale Noise Rock, High Energy Dance Musik, Honky Tonky Country Musik, nehmen wir mal Rock. Passt doch zu denen, oder nicht? Hey, weißt du was? Das ist exakt die Art von Style, nachdem er nachgedacht hat für die Band. Was sagt Sebastian? Was denkst du, Sebastian? Sollten wir das machen? Okay. Sebastian ist begeistert. Danke für die Hilfe, Juna. Mit meinen Gitarrenfähigkeiten und Sebastians Zauber auf dem Synthesizer werden wir ein schreiender Erfolg. Da bin ich mir ganz sicher.
Und jetzt bräuchte ich nur noch jemanden finden, der die Schlagzeug spielt, der Schlagzeug spielt. Oh, ich kann rein zu dir. Ich hab da was für dich, mein Freund. Oh, Millionen Dank, Juna. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Ein Millionen Dank, Juna, ne? Ich wusste, du bist die Richtige für den Job. Der ist busy practicing guitar. Ach was, hab ich gerade Lärm gemacht hier? Ja. Gitarre spielen? Oh nein. Sams elektrische Gitarre. Es hat ein paar Active Pickups sind. Oh, ich habe keine Ahnung. Aber ich wünsche euch noch viel Spaß. Okay. Haben wir auch geschafft. Sam ist glücklich. Das ist auch gleich. Guck mal hier. Oh, guck mal, sieht doch mal besser aus. Ach, wir haben 5 Herzen mit Linus. Ach, wie schön. Wollen wir jetzt noch zu Gunther oder nicht? Stimmt, wir brauchen immer noch mehr mit Marnie. Nein, kaputt. Wir müssen uns noch mehr mit Marnie anfreunden. Ich weiß gar nicht, was Marnie mag, außer Diamanten oder so. Das liebt sie. Aber sie mag, glaube ich, Sachen halt aus dem Garten. Wie zum Beispiel vielleicht eine Blaubeere. Aus dem Weg. Ja. Die wäre ja. Naja, würde ich dahin tun, das auch. Meine neue Belohnung. Hat ja genau gereicht. Das ist reizend. Eine Bärenstatue, ja, die ist witzig groß auch. Eli sieht bezaubernd aus wie immer. Warte, habe ich dir heute schon was geschenkt? Habe ich dir schon 2 Sachen geschenkt? Ist jetzt egal, komm. Alex verkauft Eis. Das ist schön. So, interessiert uns jetzt aber auch nicht weiter. Wir wollen Dinge tun. Wir nach der Blaubeere gucken. Aber ich habe nicht direkt Pia verkauft, oder? Wir schauen jetzt noch mal kurz. Es ist Farmer Juna, yeah. Na, gibt nicht irgendwie das. Ich, ja. Ich weiß nicht, wie. Ich keine Ahnung, wie viel die jetzt kostet. Das ist mir jetzt egal. Ich will diese Blaubeere abgeben. Ich krieg noch einen Vogel. Jetzt am Ende, wirst du sehen, der Sommer ist rum und ich habe keine Blaubeere dahin gebracht. Dann dreh ich durch. Dann dreh ich durch. Sommer. Und hier. Sehr schön. Dankeschön. Und noch ein Mantel komplett. So macht man das. Hier auch. Oh, Gewichtshaus kann ich auch gar nicht erwarten. Ein Sprinkler. Das ist nett. Ich durch. Lass mich durch. Hier hat schon zu. Wir stellen ihn einfach auf. Was waren hier eigentlich noch? Fall und wer so. Etwas rumliegt. Im Winter und im Herbst. Hoffen wir, machen wir. Viel Spaß euch, Kollegen. Sprinkler ist ganz nett. Demetrius rum. Läuft der Junge rum. Haben wir auch schon angequatscht. Er mag Schnecken. Muss man die Crabpots nur ins Süßwasser tun, dann kann man ihm Schnecken geben. Das könnte man eigentlich auch machen. Aber es gibt noch Sachen vom Crabpot vom Meer, die wir noch nicht haben. Insofern machen wir das vielleicht. Sie arbeitet vor sich hin. Das können wir verkaufen, das nicht, das wollen wir noch. Ach so, Lea. Das ist mir jetzt egal. Das behalten wir noch. Hier ist es auch viel zu voll. Gut. Ach, guck mal, wir haben auch Pumpkin für, schon haben wir schon für. Ne, und so. So. Ist sogar Dünger drauf. Und es hat nicht genau gereicht. Dann schnappen wir uns noch einen. Nein, so. Dann soll das nicht leer sein hier. Okay, hier unten. Ja, das passt. Die Bärenstatue. Bisschen groß. Dekorativ. Jetzt haben wir halt hier noch einen Sprinkler. Ich würde dann sagen. 3, 6, 7. Da muss hier aber noch eine Vogelscheuche dann hin.
bleibe jetzt erstmal so da stehen. Was wollte ich noch tun? Wollte ich noch was tun? Energy Tonic kann man da hin tun. Hardwood haben wir da jetzt rausgekriegt. Steine, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was machen wir mit unserer Zeit? Angeln. Ach, wollen gucken, ob wir Lea noch finden. Stimmt nicht. Ist auch schon so spät. Na, schauen wir mal. Wir haben ja jetzt gerade nichts Krasses zu tun. Wir haben ja einiges erreicht. 1000 Events gehabt. Wenn wir jetzt ins nächste Event... Wollte gerade sagen, dann beiß ich irgendwo rein. Schon passiert's. Na, Shane. Der Wagner ist spät auf. Ja, offensichtlich. Ja, nimm dir ein kühles. Ein Bier oder was? Ehrlich mal. Was Unvernünftiges, Unverantwortliches. Und wer sagt, buh, Leben. Hat keine Lust zu leben. Oder auf sein Leben. Hast du dich jemals gefühlt, egal was du tust, du wirst versagen? Oh, das ist... Als wärst du gefangen in einem... Ich weiß nicht, schlechten Abyss an. Und du bist so tief drin, dass du nicht mal das Tageslicht sehen kannst. Also da in einem ganz tiefen Abgrund drin, ne? Und er fühlt sich als egal wie hart er es versucht, er ist nicht stark genug, um rauszuklettern aus diesem Loch. Das ist echt bitter. Es tut mir leid. Ja, da würde ich aber auch kippen. 44 Energie. Oh, ein schneller Trinker, ha? Eine Frau nach meinem Geschmack. Ah ja, sonst mach dir keinen Kopf. Du hast noch die Zukunft vor dir, oder was? Eine Zukunft. Du hast noch eine Zukunft. Das ist sehr traurig. Ah, wie auch immer, meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Es wäre besser, wenn er... Ich leg mich hin, sagt er. Wir sehen uns, Yuna. Das nächste Event, ne? Noch ein Event. Es reicht, es reicht, es reicht. Wenn ich bin betrunken. Minus 1 eigene Geschwindigkeit. Hoch die Tassen. Die Lea. Ich glaube, die werden wir auch immer sehr zufällig treffen. Die könnte aber in der Bar sein. Da oben läuft jemand. Oh, das Mädel. Okay, wir versuchen noch kurz. Wir gucken in der Bar vorbei, wer da noch ist. Ich würde nur nicht wieder Geld ausgeben, um den Leuten Essen zu kaufen. Das könnte nach hinten losgehen. Weil wir wollen 1000 haben. Wer sieht. Wenn ich das bis zum nächsten Mal nicht wieder vergessen habe. Kann durchaus sein. Dann ist es. Lea ist da. Guck mal, ich habe gehört, du magst das. Ist das richtig? Das ist ein sehr nettes Geschenk. Vielen Dank. Das freut mich. Erzählst du mir noch was? Nein, das wollte ich nicht. Lea, was ist das fließende Wasser? Ach, hält ihr Hauskühler im Sommer? Ich kann jetzt nicht gut ab. Mani. Sie sieht immer hier, aber er redet mit niemandem reden. Er schaut nur über seine Schulter ab und an. So, Mani, ich weiß jetzt nicht was. Ich muss jetzt Mani irgendwas holen. Also sie wird es ja wohl auch gern essen. Sie mag vielleicht keinen Salat, aber... Ja, nee, so teuer. Spaghetti? Pizza? Nein, Spaghetti ist nicht ganz so teuer. Bitte sag mir, dass du das wenigstens magst. Wie schön. Achso. Und den Rest lassen wir jetzt. Komm. Die ganzen Gespräche dauern so lange. Wir haben 1000 Events gehabt. Waren die alle heute? War da gestern noch was? Ich weiß es nicht. Aber schon krass auf jeden Fall. Haben wir noch schon Crabpots? Ja, komm. Wenn wir schon heute den Tag der Rennerei haben, auch wieder. Holen wir noch Crabpots ab. Also wir holen den, ne? Zeug daraus. Und ich würde dir dann, glaube ich, echt ans Süßwasser stellen. Am besten vor das Haus von dem kleinen Bub. Wie das klingt. Dass er dann die... Zack. Ich habe einen Shrimp auf dem Kopf. Ich bin ein Dö. Ein Döner macht schöner. Entschuldigung. Es ist mit mir durchgegangen. Das ist so alt. Das hatten wir bei uns früher, damals. Da war das so ein Ding.
Ach, hier muss ich es hin tun. Bait rein. Und dann kriegen wir hoffentlich ein, zwei Schnecken für den kleinen Jungen. Vincent heißt der. Dann mag der uns. Weil wir ihm Schnecken schenken, die wir aus dem Süßwasser haben. Natürlich. Wo auch sonst? Wo soll es sonst her sein? Apropos, da ist gerade das kleine Bäumchen. Dachte ich, wir könnten auch mal gucken. Einmal kurz bei unseren Bäumchen spickeln. Ob da rundherum alles soweit frei ist. Das verkaufen wir noch. Dann... Das war getrunken. Das ist halt ziemlich krass für die Mine und so. Die haben Platz. Ist hier noch was drin, was Interessantes? Nur eine Salmonberry. Die schmeißen wir auch weg. Schmeißen weg. Pass auf, am Ende, bis den Aprikosenbaum stehen habe, gab es eine Aprikose da drin. Aber hey, dann ist es so. Ihr dürft nicht zu nah an mein Feld, Freunde. 12.10 Uhr. Schöne Zeit zum ins Bett gehen. Das reimt sich, nicht wahr? Reimt es gut. Ne? Nur ein bisschen. Ach, Scooby, mein Süßer. Kleiner Bubberle. Warte mal. Ich will möglichst viel Geld haben. Wir holen uns noch die Mayo. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich habe gesagt, wir gehen ins Bett. Das machen wir auch gleich. Wir machen Haya. Haya. Ganz Babys. Welchen Baby? Na gut, Babys reden noch nicht. Kleinkinder. Naja, jetzt aber. Gute Nacht, mein Freund. Bald wirst du einen Namen haben, so hoffe ich. Je nachdem, wie schnell wir auf dich aufnehmen können, ob was in die Kommentare kam, ne? Ihr wisst Bescheid. Schauen wir noch, irgendwas passiert. Nur was verkauft, kein Level Up. Dann kann ich an der Stelle schon mal sagen, das war's für die Aufnahme. Bitte gerne einmal kurz ein Like da lassen. Abonnieren, wenn ihr dies und anderes sehen wollt. Könnt ihr mal gucken. Es läuft nicht nur Stardew Valley auf diesem Kanal. Es werden auch in Zukunft noch andere schöne Sachen kommen. Ja. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.